Moin oder was? Moin oder was? Wir sind am Kanal. Dwayne ist in Frischhaltefolie eingepackt. Gleich gibt's ein paar Sprünge und der Instagrammer ist auch da. AKA Leon. Gar nicht, wie ich hingekommen bin. Ich weiß gar nicht, was das soll. Hilfe. Dann gucken wir mal, wie sich die Frischhaltefolie unter Einwirkungen verhält. Du warst so ein Stück unter Wasser. Digga, ich dachte, ich ertrinke, als unter Wasser war. Ne? Auf einmal kam der Fahrstuhl und dann ging's da oben. Ich fände geil, wenn du mal einen Köpfer versuchst. Ein Köpfler? Ein Köpfler vom Beckenrand. Machen wir jetzt einen Köpfler. Ich guck dann jetzt, ob er besser als ein Neo ist, also ein Neoprenanzug, indem ich einfach auf den Rücken springe. Oh, das scheppert aber ordentlich. Echt jetzt? Ja, das ist gleich, du selbst mit auf den Boden springen. Das stimmt. Du wirst dann komplett abgebremst. Oh Junge, das hat aber gescheppert. Eine letzte Himmelsrichtung fehlt uns noch. Der Bauch. Das ging aufs Ei. Das ging hardcore aufs Ei. Glaubst du mir? Erstmal wieder hinstellen. Das sieht so geil aus. Wie bei Mission Impossible. Na, ab da wird schwierig. Dann gucken wir mal, wie sich das jetzt verhält. Fettet, Junge. Bis zu den Beinen hoch, ey, es ist krank. Digga, Junge! Alter, Lack. Alter! Ey, wenn jemand im Wasser chillt, würde ich glaube ich echt von der Brücke senden. Alter. Wenn einer im Wasser aufpasst, ja. Ich spring jetzt von der Brücke. 3, 2, 1. Alter, der war richtig geil. Komm meine Arme! Ich fang dich! Guten Tag, mein Name ist Dwayne Brinkmann und ich bestehe zu 99% aus Wasser. Aus Plastik meine ich, so rum. Ab geht die Boss. Okay. Alter, was bist du den Knien raus? Digga, ich bin so aufgetaucht. Ich dachte, das klappt nicht so, weil du so lange unter Wasser warst. Auf einmal springst du da oben. Dann ziehe ich die Folie jetzt aus. Dann ist die Folie jetzt weg. Wen? Hä? Was ist passiert? Etienne ist da oben. Guckst du da? Etienne ist da. Es ist locker 24 Uhr oder so. Ja, nee, wir haben glaube ich, 16 Uhr. Und wir sind seit 6.30 Uhr im Wasser. Ja. Leck mich fett. Euch Beste kommt zum Schluss, ist ja klar. Ausrede für heute. Ich mache natürlich immer sonntags die Untertitel, deswegen, da dauert manchmal ein bisschen länger. Besser nie als spät, ne? Das, genau. Moin, gerade angekommen. Ich bin noch trocken. Ich schmeiß mich jetzt noch nach oben und schmeiß wieder dann auch wieder runter mit dem Double. First Trick. Das ist so scheiße, beim Springen in der Kamera zu gucken. Mich frisst eine Ochse. Ja. Ja. Oh, geht doch, oder was? Ja, sicher. Alter, ich hab behindert. Wir haben uns jetzt einen Einkaufswagen hier gekauft und springen dann jetzt daraus von der Brücke. Und natürlich, weil wir absolut retarded sind, machen wir direkt einen Double, weil ein einfacher wäre ja ein bisschen zu langsam. Langweilig. Mehr Versprecher drin und alle in die gleiche Scheiße geritten. Dann komm, so ab geil. Zum Spot geht. Oh Junge, das wird so ekelhaft. Wir haben gesehen, das Geländer ist verdammt hoch. Die Gefahr, da mit dem Knie gegen zu ballern, ist immens hoch. Die ist echt solide. Die ist ja nicht schon dumm genug, dass wir mit dem Einkaufswagen von der Brücke senden wollen. Also kann auch nicht mehr so viel schief gehen. Ich glaube, wir machen es einfach. Führt ja kein Weg vorbei. Im Endeffekt hast du auch recht. Willst du machen jetzt? Direkt. Echt? Ich mach jetzt. Alter. Man like. Das ist jetzt ein 10er Cent. Also fang mal meinen Pfand zu rein. Okay, 3, 2, 1, 3 noch. Ah! Alter! Junge! Alter, was? Geiler Typ, Junge! Alter! Jetzt muss ich auch. Junge, wie bist du über das Geländer gekommen?
Anscheinend irgendwie. Also keine Antwort ist auch eine Antwort. Das ist ein Witz. Ich hau mein Knie dagegen. Aber der hat den Vorteil der Takt auch. Ne? Ich gehe halt in den offenen Flip als erstes. Ja. Ich gehe halt in Barani hin. Ah, drauf geschissen. Rein da. Das ist das Ekelhafteste, was ich je gemacht habe. Der Absprung ist halt so komisch. Hauptsache nach oben raus. Das Ding ist, beim Barani takst du halt nicht. Ne? Also ich gehe ja so. Das ist schon miese mit dem Ich habe gerade gesagt, ich mache noch einen Double Side Split auf jeden Fall. Geil. Also ich mache dann jetzt ja, wie gerade schon angekündigt, als nächstes. Und zwar mache ich einen Barani in. Das heißt das gleiche wie er eben. Nur eben erst den Salto mit der Schraube und dann rückwärts herum. Und meine Chancen stehen so 1,5. Und zu was? Wenn es hochkommt, 1,5. Ja. Ich prep einmal kurz mein Barani in. Das dürfte sowas von schief gehen. Ich glaube, mit dem Knie bist du safe. Hab irgendwie das Gefühl, dass du den Flip überdrehen wirst. Ja, dann 3, 2, 3, rein in den Lachs. Also ich glaube, du musst noch viel mehr Speed. Noch schneller. Ich komm nicht übers Geländer. 3, 2, 1. Ja, yes! Mann! Überdreht, ne? Ich hab's noch gesagt. Hab irgendwie das Gefühl, dass du den Flip überdrehen wirst. War aber geil. Das war schon insane, ey. Ging ein bisschen rüber, aber. Ja. Bisschen rüber ist ja auch geil, Mann. Bisschen Schwund ist immer, ne? Double Side Split. Double Side Split. Der macht jetzt einen Double Side Split. Aus Einkaufswagen. 3, 2, 1, Butter mit Erbsen oder was? Dick, Alter. Butter mit Erbsen! Butter mit Erbsen, Junge! Okay, was sehen wir von dir jetzt? Butter mit Erbsen. Butter mit Erbsen. Wir hatten sehr viel Spaß hier heute am Rhein-Herne-Kanal und jetzt gehen wir rüber nach Köln. Moin, wir sind am neuen Spot angekommen. Wie ihr sehen könnt, ist hier ein Blob im Hintergrund. Mal schauen, was sich damit anstellen lässt. Blob! Also das sieht nach mehr als nur ein bisschen Spaß aus. Ich will direkt mit 3 Mann rausgeschossen werden. Ich will mich so auf die Fresse legen. Das ist mein einziges Ziel für heute. Ja, ich schmeiß mir dann auch mal runter und guck, weil ich da gleich ausgehe. Und jetzt die beiden Hände auf die Oberschenkel. Ja, okay. Dann filme ich jetzt mal Dwayne von hier, wie der sich jetzt das erste Mal da reinfliegen lässt. 3, 2, 1. Alter! Sick! Das hat überraschend viel Spaß gemacht, aber ich war so geisteskrank langsam in der Luft. Aber ich will den Triple gleich noch versuchen, mal. Aus Spaß einfach. Also in dem Blob liegt jetzt mein Vater drin, weißt du? Und mein Vater kann da garantiert richtig gut, das sage ich euch. Boah, Nullorientierung. Ich hatte das ja mega auf dem Rücken gehabt. Dafür habe ich den Schützenhelm von allen. Also mich freut, wie Hulle da mein Vater so auf dem Rücken gekloppt ist. Wer kommt als nächstes? Ente. Und der hat sich gerade abgefuckt, dass er nur mit 2 springt. Also nur mit 2. Stellt euch mit 3 einfach hin, das ist okay. Ja, das ist okay. Da haben sie sich spontan nochmal 3 hingestellt. So, Jasper sitzt jetzt unten drin. Er hat uns gesagt, er will nur 2 Leute haben, die springen. Wir springen natürlich mit 3, weil er sieht dann nicht mehr, wenn er kopfüber nach vorne guckt. 3 Mann rein da. 3, 1, Block! Du bist so scheiße geflogen, Alter! Oh, das ist der pure Wahnsinn. So muss das sein. Das ist das, was wir sehen wollen hier. Der hat doch 13 Mal gesagt, dass er nur 2 Leute drin haben will. Ja, aber das waren übrigens 3. Ja, weiß ich, Alter. Ich bin stolz, dass du mir dazu Worten kommen lässt. Hören wir mal kurz, was hier Jasper zu der ganzen Situation zu sagen hat. Da waren natürlich doch 3 Leute, weil auf die beiden da kann man sich natürlich nicht verlassen und auf alle anderen auch nicht. Nee, aber war trotzdem geil. Ich habe es natürlich absolut auf die Seite getaked. Hat schon ein bisschen weh getan, aber trotzdem Spaß gemacht. Den nächsten Sprung mache ich aber mit ein bisschen Pause, glaube ich, weil hat schon ordentlich gezwiebelt. Man muss sich das so vorstellen, man liegt da drin, auf einmal wirst du hochkatapultiert.
Man checkt erst was, wenn man wirklich schon in so 6-7 Meter Höhe ist. Und dann, dann ist es nur noch ein Kampf, irgendwie in Richtung Füße zu kommen, damit man nicht komplett auf den Bauch oder so aufklatscht. Junge, Blobkönig oder was? Digga, wie soll man da in den Triple kommen? Ach so. Ich wollte trippeln, aber Junge, ich konnte nicht. Mighty Leon begibt sich jetzt noch in den Triple Flip. Der will mir zwingend zeigen, wie das funktioniert. Ich guck mir das mal an und vielleicht check ich's ja dann. Und da oben winkt er schon. Triple it in. 3, 2, 1. Batz, Junge. 1, Blob, hopp! So, ganz easy. Hochfliegen, klein bleiben, landen. Digga, ich check's nicht, ne? Etta als nächstes und aus dem Wasser raus. Mach Bock, macht nur Spaß. Aber das ist schon wirklich hart, immer da drin zu liegen und einfach nicht zu wissen, was hinter dir passiert. Und dann auch extrem hart ist es, wie ich jetzt schon zum 16. Mal erwähne, einen Schwung für den Triple zu kriegen, weil du bist so langsam in der Bewegung. Da muss man irgendwie timen, glaube ich. Ich glaube, wir müssen die Arme noch richtig mitnehmen. Ich hatte jetzt vorne, habe versucht, natürlich im richtigen Moment dahin zu schmeißen, aber du weißt ja nicht, was im Feld passiert, ne? Wo du warst, hast du wahr. Da ich ja keinen Schwung für den Triple habe, versuche ich jetzt noch einen Twist da reinzubringen. Da reicht der Schwung auch nicht für aus, glaube ich. Ich glaube auch nicht. Für mich wird es lustig, Alter. Ey, weißt du, wie ich mein? Ja, sicher weiß ich, wie ich mein. Geil! Alter Dingen! Digga, mehr als easy! Alter, ich bin fast wieder im Bett gegangen! Geil! Das war ja so komisch! Wild! Mal reinspringen ist langweilig, deswegen anderthalb Stunden. War gar nicht mal so gut! Als nächstes sehen wir den Leon, der liegt mit dem Kopf Richtung Wasser drin. Das wird ein Riesenfest. 3, 2, 1, ich springe jetzt gleich. 3, 2, 1, Block! Wie zum Fick macht man da einen Triple? Wandert 3? Wandert 3? Wandert 3? Wandert 3? Wandert 3? Alter, Wandert 3! Was ist passiert? Ich weiß nicht, Ed ist einfach nur so einen Meter hoch geflogen. Was war das? Ja, ja, zeig dir jetzt, was das war, Junge. Digga, das war so lang. Ja, mach. Wenn wir draufwackeln und schießen uns mit Rauchwackeln hoch. Machen wir vielleicht nochmal richtig, jetzt machen wir ein paar Rauchwackeln hier an, weißt du? Lieber besser, die Anmoderation. Lieber besser, auch viel umfangreicher und mit den ganzen Details, die ich erwähnt habe, auch mit den Rauchwackeln und dass wir auch rumzuwerfen damit. Anzünden auch noch. Anzünden, Rauchwackeln, alles drin. Drin, damit alle Mann reinrennen, ne? Jetzt gibt's einen Landblob. Geil. Das hat ja mal maximal wenig geklappt. Ist der da im Ansatz rausgekommen? Nein. Ich war komplett in dem Fluchtkissen hier drin, ey. Blob liegt da hinten. Deswegen gibt's jetzt noch ein paar Sprünge von hier oben. Richtig. Einer. Ja? War gut. Ja. Mach ich auch mal. Du hast dann da mal. Ja. Ey, der war voll gut. Krass. Sauber. Ding am Wackeln. 2. Ja, passt so. Ich hab ein bisschen Gewicht mitgenommen. Ha 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 ha!
Also das hat maximal Spaß gemacht. Gucke und send it. Digga, da muss er echt die ganze Zeit drauf halten. Was sind das für Tricks hier? Gut, gut. Das ist so random alles. So, das war's mit dem Video. Reiner!